Ja, ich bin sehr froh, dass ich heute hier so hochkarätige Gäste bei mir empfangen darf, die ich nicht nur musikalisch schätze, sondern auch persönlich, weil es wirklich sehr nette Jungs sind. Und hier sind sie, die Fantastischen Vier. Applaus. Kommt ihr jetzt mal? Ich mache auch so einen kleinen Applaus. Wir haben es gewollt, ich darf ja eigentlich nicht klatschen, das ist so langweilig, wenn man alleine klatscht. Gäste, klatschen. Die da hinten auf dem Rang sitzen, jetzt nicht klatschen dürfen. Tag, Smudo. Guten Tag, Heike. Guten Tag, Thomas, guten Tag, Andi, guten Tag, Michi. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Finden wir auch schön. Ihr seid ja jetzt ein bisschen im Stress, ihr müsst ja gleich schon wieder weg, ne? Weil der Rummel überrollt euch ja geradezu. Ja, es geht gut ab bei uns. Aber wann habt ihr denn das letzte Mal sowas erlebt, wie es jetzt im Moment abgeht? Wann war das letzte Mal in eurer Karriere sozusagen so? Also richtig heftig natürlich mit dem Dida-Einstieg da seinerzeit, der auch irrsinnig hoch war. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt an wesentlich mehr Sachen selber mit beteiligt sind. Also an einer Auswahl von, was weiß ich, welche Sender und welche Pressetermine und so, was man alles macht. Deswegen ist es ein bisschen mehr Arbeit geworden, aber es ist etwas weniger aufregend. Ich habe bei euch ja schon manchmal so das Gefühl, dass ihr euch auch ein bisschen darin badet, Popstars zu sein. Was bedeutet das für euch eigentlich, Popstars zu sein? Ihr sagt ja auch manchmal, hey, ich bin Popstar und ich find's geil und tragt das alles ein bisschen dick auf. Ist das jetzt alles nur Show und Witz? Andererseits würde ich mal behaupten. Also wenn so viele Leute einen so gut finden, auf einem Haufen geballt diese Energie geben, dann muss man natürlich schwer an sich halten, um nicht komplett auszuflippen. Aber die andere Taktik von Thomas D. ist noch mehr ausflippen als die Fans. Ja, mit den Wölfen, heulen lauter einfach als noch die Wölfe. Noch lauter. Verholen. Nee, es ist tatsächlich Such und Pflegen. Fort Lauderdale. Was ich sagen wollte, ist Fluch und Segen. Was hast du gesagt? Such und Pflegen. Such und Pflegen. Fluch und Segen gleichzeitig. Denn es passiert einem schon, dass man, also 92 ging es mir persönlich so, dass es so eine Art Paranoia wird zum Teil, wenn du halt denkst, du müsstest immer deine, wie soll ich sagen, Popstar-Rolle hört sich blöd an, aber vielleicht schon diese Popstar-Paranoia ausleben, egal auch wenn du ganz normale Sachen nochmal zu dir hast. Wie sieht das denn dann aus? Was ist denn für euch, also was bedeutet für euch denn Popstar? Ja, einfach irgendwie. Ist das dann Sex und Drugs und Rock'n'Roll oder wie sieht das aus? Nein, ich meine, wir verstellen uns ja nicht. Das ist nicht so, dass wir, wenn wir hier sind oder auf der Bühne, dass wir da uns verstellen müssen oder so. Ich meine, das sind wir. Aber trotzdem, wenn man sich beobachtet fühlt, dann weiß nicht, konnte ich mich nicht so frei bewegen und das ist ein bisschen das. Ja, dass da irgendwelche Erwartungen auf euch gedrückt werden oder was? Ich meine, vielleicht lagen ja auch die Erwartungen, vor allem nach diesem Dida-Ding und so, ganz woanders als da, wo ihr euch gesehen habt. Ja, aber das Tolle an der dritten Dimension war ja eben, sich vor dieser Erwartungshaltung, die andere Leute an einen Tag legen, sich vor dieser zu drücken quasi und klarzumachen mit so einem, also gerade weil die vierte Dimension was ganz anderes war, als man erwartete von uns, war das ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht nach dem richten, was von außen auf uns einströmt. Natürlich richtet man sich ja nach. Wenn einer sagt, scheiße, überlegt man sich warum und macht sich Gedanken dazu. Das war im Prinzip so zu sagen, dass das eine Band mit Profil ist und im Endeffekt ist ja das, was uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Sehr wichtig. Und nicht das mit der Masse schwimmen. Und sehr wichtig finde ich auch im Nachhinein betrachtet, sieht man es natürlich, kann man es lockerer sehen und wenn ich es locker sehe, muss ich sagen, dass die ganzen Verrisse und Kritiken, die wir mit oder dank Dida ja erhalten haben, uns ja zur vierten Dimension gebracht haben. Sprich, wenn wir überhaupt keine Kritik bekommen hätten, hätten wir niemals die vierte Dimension gemacht. Hätten wir mit der vierten Dimension nicht weniger verkauft, hätten wir nicht unsere Ruhe wiedergefunden, wäre vielleicht Mega 4 nie zustande gekommen und vor allem nicht Lauschgift in der Form. Ich denke mal, dass Kritik außen, auch wenn sie dich teilweise wirklich trifft, weil man selber empfindet es als unfair oder nicht gerechtfertigt oder verfälschte Information, aber sie bringt einen auch immer wieder ein Stück weiter. Also ich denke mal, man darf es auch nicht zu negativ sehen. Man darf sich nie davon runterkriegen lassen. Man muss immer sagen, okay, Herr, wenn ihr mich unten auf dem Boden seht, dann stehe ich vor 10 wieder auf und kämpfe weiter. Immer fighten. Hat sich da irgendwie message-technisch irgendwas bei der neuen Platte geändert oder habt ihr vielleicht irgendwelche Sachen relativiert, wo ihr dann sagt, ja vielleicht ist es doch nicht so einfach mit dem Individualismus, vielleicht muss ich es doch irgendwie ein bisschen anders betreiben. Doch im Kollektiv wieder. Nee, grundlegend hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist nur, es ist nicht mehr so viel zu sagen da. Weißt? Es ist die Aussage, die wir damals getroffen haben, stimmt. Die Message ist die gleiche. Aber bei der Lauschgift, so sieht sie übrigens aus. Ich wollte doch gleich erst mit ins Spiel bringen. Bei der Lauschgift ist auch mehr Platz wieder gewesen für Spackerei einfach, wo keine Message drinstecken muss, sondern einfach nicht Geschichten, mehr so ernst. Die uns durch den Kopf strömen. Ja, wobei da auch eine Message drinsteckt. Denn das Problem ist, glaube ich, was ist das Problem? Aber im Nachhinein ist die vierte Dimension schon manchmal nahe an diesem erhobenen Zeigefinger, den wir selber völlig verabscheuen und nie haben wollen. Und ich denke, durch die Mischung, die jetzt auf Lauschgift drauf ist, ist es so eine, man erzählt Geschichten, die Leute zum Lachen bringen. Das heißt aber nicht, dass sie dann
deshalb das Denken abschalten oder unkritischer werden oder sowas. In der Mischung mit Songs, die dann nachdenklicher sind vielleicht, kann man, glaube ich, auch durch lustige Lieder die Botschaft weiter noch vertiefen, indem man einfach, nachdem man auf der einen Seite zwar erzählen kann, wie wichtig es ist, im Jetzt zu leben, sein Bewusstsein zu erweitern und sich locker zu machen, kann man aber in anderen Liedern, indem man sich selber dann locker macht und einfach blöde Sprüche reißt, den Leuten zeigen, wie es sich dann im Endeffekt vielleicht anfühlt, wenn man sich mal keine Gedanken macht oder nicht irgendwie sorgenvoll durch die Gegend läuft. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, diese Mischung zu haben. Ja, hier, eure LP, ja? Nicht nur die LP, das Cover sieht natürlich auch irgendwie ganz anders aus, als was man von euch so gewöhnt ist, wenn ich mal so sagen. Ja, und ihr seht auch überhaupt ein bisschen anders aus, als man von euch gewöhnt ist. Wir haben einen organischen Look gewählt, wir haben sonst immer eine Artwork-Lösung. Dieses Mal haben wir uns für einen natürlichen Look entschieden, deshalb das Grüne und auch alles Ökomaterialien. Ja, es sieht einfach so aus, wir hatten, das war ein bisschen Overdose in letzter Zeit mit dem ganzen Animation, sagt man nicht, Grafik, Artwork, Computer. Veränderungen. Ich meine, durch diese ganze Techno-Welle wurde es ein bisschen overdosed. Deswegen haben wir gesagt, lass uns ein bisschen zurückgehen auf reine Fotolösung. Ja, das sieht ja richtig so nach, was hattest du gesagt? Bob Dylan-Cover aus. Ja, Chilling Like Bob Dylan. Ja. Gut, ich wollte jetzt nämlich auch noch mal ganz kurz auf den Song, den wir uns jetzt gleich mal auf Videoclip angucken, eingehen. Sie ist weg, heißt der. Ah, alles klar, genau der. Und, der hat ja nun wirklich Hit-Charakter. Jetzt wollte ich halt mal fragen, ob da schon irgendwie auch Kalkül hinter war, insofern, dass ihr euch gesagt habt, so, jetzt einen Hit tun wir jetzt hier drauf auf die Platte, der wirklich auf jeden Fall in die Top 10 wird. Du hast einen Haufen Material und da guckst du dann drüber. Außerdem lässt sich das, da haben wir die Weisheit noch nicht ganz gefunden. Das wären wir sonst, glaube ich, mehrfache Multimillionäre, wenn wir tatsächlich so ihr wisst gar nicht, warum das passiert ist. Ich meine, wir haben auch bei Tag am Meer gedacht, bei der vierten Dimension, dass das ein Smasher sein könnte. War eigentlich nicht so. Das lässt sich schwer kalkulieren. Wir haben natürlich bei der Auswahl der Single gesagt, hey, das ist das Ding, was am besten im Radio läuft und natürlich sich für ein Hit-Thema am ehesten eignet, so ein Beziehungsding. Und hat ja auch geklappt. Was meint ihr denn, das will ich aber schon noch, wie erklärt ihr es euch im Nachhinein, dass das passieren konnte, wo doch letztendlich eigentlich die Charts gespickt sind nur mit Dancefloor und... Ich habe eine Theorie. Oh ja. Zum einen eben, weil sie gespickt ist mit Dancefloor, denke ich, sehen sich viele Leute wieder einer geilen Band. Und zum anderen ist es, haben wir ja auch ein bisschen Rückenwind quasi für all die riesengroße, für Gewinnhörerschaft. Haben wir mit Sie ist weg wieder etwas geschafft, wo Sie sagen, wo Sie bei der vierten Dimension sagten, naja, ganz nett, aber nicht so ganz mein Ding. Bei Megafee sind Sie dann ganz weg gewesen. Mhm. Und die jetzt sagen, jetzt hurra. Und wir werden jetzt mal in den Clip reindüsen und sehen uns gleich wieder. Jetzt ist sie weg und ich versteck mich kläglich. Ich hab keine Lust davon, also leck mich. Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Jetzt weinst du oft, das tut mir aber leid. Ich erinnere mich, wir waren beide verdammt cool. Doch innerlich raffte ich Spinner, ich null. Denn wann immer ich dachte, ich tu alles für sie. War was immer ich machte für mich irgendwie. Mit dieser Philosophie fuhr ich einen frei, sorgenfrei, an ihr vorbei. Ich schätze, bin ein bisschen hochgeflogen, ungelogen. Und hab sie dabei mit mir selbst betrogen. Kluge Worte, was? Hinterher weiß man immer mehr. Ja, das kann man ja schon kaum mehr hören. Das wird einem ja von morgens bis abends um die Ohren gehen. Komm, wir hören lieber die zweite Single. Ja, zeig doch mal ein bisschen, was da noch so auf der Platte drauf ist für diejenigen, die halt nur die Single haben zu Hause. Ich glaube so. Genau, du hast ja voll drauf. Also wir haben uns überlegt, eventuell, wir sagen das jetzt hier ganz exklusiv. Ja. Deshalb wollten wir uns eventuell als zweite Single überlegen. Findet ihr das gut? Dann ruft doch bei Heike an und sagt uns das. Ja, wir spulen gleich mal zum wichtigen Part. Das ist 0211 Düsseldorf. Ja, das Laufen ist gleich soweit. Cool, oder? So, im Populär geht's, Mudo.
Da geht es um Popularität und dass viele Leute glauben, dass Popularität gleichzeitig entweder gut oder schlecht heißt. So, der Klischee-Teenie-Fan sagt sich, Mensch, die sind gut, weil sie in den Charts sind. Und der Indie-Hörer sagt, die sind schlecht, weil sie in den Hitparaden. Aber wir sind einfach nur populär. Und darum geht's. Zeiten, muss wirken. Ja. Zieht euch das rein, Leute. Da kommt auch ein ganz toller Scratch-Part von Michi. Achtung. Der ist ganz toll. Der hat bei der ersten Aufnahme schon geklappt, weil sonst wäre der auch nie so cool geworden. Warte, was haben wir noch? Okay, hier? Nächste. Das Hödelheim hat sein Projekt, ist Alleinherrscher der deutschen Sprechgesangsszene. Scheiße. Sehr schön. Und jetzt kommt Was geht, Freunde. Und damit, glaube ich, hauen wir ziemlich auf die Kacke. Man darf das aber nicht allzu sehr missverstehen. Es ist eher eine Liebesbotschaft, wie toll wir sind, als eine Kriegserklärung. Eine Kriegserklärung. Soll ich selber anhören? Genau. Es ist auch eine Art Liebeserklärung am Schluss gegen, sage ich schon, an eine süße Frau. Such dir jetzt die eine Zeile. Ein süßes Girl. Ich suche dir schon mal. Wir stehen nicht auf ein ganz süßes Girl. Hier, Thomas D. packt aus. Total schrill. Keine Möglichkeit, will ich Schwester S-Poppen, denn ich... Ah, wir haben es alle gehört. Schwester S-Poppen, oder was? Ich hab's nicht gehört. So, dankeschön. Ja, und dann kommt das nächste Stück. Ah, hier ist nochmal ein Repreis, also eine Reprise. Also ein... Das ist das Lied Konsum. Ja, ist schon vorbei. Schon weg. Nee, aber du musst ja erklärt. Jetzt kommt Fachjargon. Fachjargon. Konsum ist ein Stück von mir. Es handelt von dem Teufel in uns allen. Es ist zusammengespielt worden, unter anderem mit unserer Musikgruppe This Jam, mit der wir auch auf Tour gehen. In einer artverwandten Zeitschrift wird diese übrigens als This Jam bezeichnet, was nicht richtig ist. Die Jungs heißen This Jam, ja, genau. D-I-S-J-A-M. Um ganz kurz noch ein paar parallele Facts loszuwerden, wir gehen mit dieser Band auf Tour. Wir nehmen also This Jam mit einer Soulband aus Hamburg. Wir nehmen uns mit, wir nehmen unseren bisherigen Schlagzeuger Florian Dauner auch mit. Und er hat die Haare noch lang. Und wir werden 10 auf der Bühne stehen und live Music machen. We're making the live with the music. Und total super, ja. Und dann fahren wir mit ein bisschen der andere Länder. We're gonna have fun. Now here comes the Krieger. The Krieger. Krieger. To speak it richtig. Also right, haben wir einen 40.000-köpfigen Burundi-Tribe Trommlerchor ins Studio geholt. Ins Studio geholt. Wir haben das Studio für ausbauen lassen. Wir haben das Studio dafür nach Afrika verflogen. Ja, und haben dort den Originalstadtteil, in dem unser Studio steht, dort nachbauen lassen. Das ist ja auch wieder ein Baby von mir und Andy Y, meinem Mann hier. Diesem Mann hier, meinem Mann. Also ich denke mal, ihr habt euren Flieger jetzt verpasst. Ja, super. Ja, das ist richtig. Das war schön hingekriegt. Das Flieger tut mir auch total leid, aber ihr wart ja selber so begeistert von eurer CD, dass ihr euch überhaupt nicht losschweißen konntet. Stimmt. Von losschweißen? Wir könnten sie nochmal hören wegen mir. Das Intro war so lecker. Das habt ihr ganz am Anfang gehört, glaube ich. Ja, oh, lass mal nochmal durch. Wir können auch abhauen. Fangen wir nochmal von vorne an. Wir hören jetzt die ganze Platte durch und werden die ganze und Sendung damit füllen. Noch ein bisschen dazu. Liebe Kamera, komm doch mal bitte zu mir, denn ich muss mich jetzt leider an dieser Stelle von den Fantastischen Vieren verabschieden.